Hallo und herzlich willkommen zurück zu True Colors, dem DLC. Ja, ehrlich gesagt weiß ich allerdings gerade gar nicht, was ich jetzt überhaupt noch so machen kann. Wir kriegen keine Anrufe mehr. Ruf Gabe. Moment, was ist das jetzt? Ach so. Das ist diese komische Dating-App oder was? Also Gabe muss ich auf jeden Fall anrufen. Mutter von zwei Kindern erkundet eine andere Seite an sich. Ja, ich weiß gar nicht mehr. War die jetzt lesbisch? Keine Ahnung. Es ist schon so lange her, dass ich das gespielt habe, dass ich das aufgenommen habe. Ja, aber anscheinend schon, oder? Aber ich meine, 41, ich habe keine Ahnung, wie alt sie jetzt ist. Aber was wird sie sein? So 18, 20 oder so? Keine Ahnung. Also, Moment, das ist A und D. Ich drücke hier schon auf Q und E. Also, die schmeißen wir mal raus. 24, das wäre ihr Alter. Diese Person hat noch keinen Slogan eingegeben, wie geheimnisvoll. Pff. Die sieht jetzt nicht so aus wie jemand, der ihr gefallen könnte. Aber mach mal ein Herzchen rein. Oh, okay. Ja, schreiben wir mal eine Nachricht. Den ersten Schritt tun, auf sie warten. Ja, wenn ich eine Nachricht schreibe, muss ich halt den ersten Schritt tun, oder? Wie stellt man sich jemandem vor, der Bubbles heißt? Und was soll das überhaupt heißen? Ist Bubbles dein richtiger Name? Ist bei Hai belassen. Ja, immer mal Hai. Sonst hält er mich für dumm. Du bist ein Boot, oder? Also, hört sich natürlich doof an. Nee, du bist ein Bot. Ach, was lese ich denn wieder für einen Scheiß? Ja, schreiben wir mal keine Ahnung, was das heißen soll. Da schreibt sie tatsächlich okay. Ja, das ist mir das liebste Wetter. Okay. Gut, belassen wir es dabei. Wir gehen zurück. Kann ich da zurückgehen? Ja, ich kann da zurückgehen, okay. Aber ich kann nicht generell zurückgehen. Gehen wir wieder rein. So, jetzt kommt das wieder. 22. Wäre auf jeden Fall ihr Alter, denke ich mir mal. Du verhaust jeden Wurf, den du gar nicht erst wagst. Das hört sich doch gut an. Oh, sehr schön. Schreiben wir mal an. Okay, dann sollte ich mal das Eis brechen. Ja. Jetzt kommt's. Warum ist sie das größte Miststück der Welt? Ja, okay. Also raus, raus. Die sieht doch nice aus. 27 könnte vielleicht ein bisschen alt sein, aber ich habe keine Ahnung, wie alt die jetzt überhaupt ist. Colorado soll Goff bleiben. Ja, nehmen wir mal ein Herzchen rein. 25, bist du diejenige, nach der wir suchen? Wer ist wir? Ist das ein Pärchen? Dann nein. Willst du kiffen und Anime gucken? Nein. Das ist doch ein Witz. Das ist wirklich ein Witz jetzt hier, Leute. Okay, wir mussten irgendjemand noch anrufen. Ich glaube, ich habe das Festnetz bisher nur benutzt, um mein Handy zu finden. Ja, genau, anrufen. Moment, kann ich das? Ach so, Gabe anrufen, da. Oh mein Gott, oh mein Gott! Bin ich Anrufer Nummer 12? Alter, der Job, den du mir besorgt hast... Ist mega? Es ist eher wie 4 Jobs auf einmal. Und ich habe gerade mal ein kleines bisschen Ahnung von einem. Mann, wie hast du mich überredet, bei der Bewerbung so krass zu lügen? Du weißt schon, dass du auf Sendung bist. Ups. Vermeidet Situationen wie diese mit puttoworkcolorado.com. Verbessert eure Jobaussichten noch heute.
Harter erster Tag, was? Jetzt ja. Werte Zuhörer in Haven, heute ist der letzte Tag im Juni. Was bedeutet, dass wir noch einen Tag haben, um Pride zu feiern. Meine liebste Promotion diesen Monat? Fügt was zur Pride-Wandmalerei hinzu und erhaltet 20% in der Silver Dragon Apotheke. Mir wurde gesagt, den Rabatt gibt's für eure Teilnahme. Kunstfertigkeit wird nicht bewertet. Aber nur für den Fall. So zeichnet ihr einen Regenbogen. Fangt an, einen Kreis zu zeichnen und hört auf. Und hier kommt mehr großartige Musik von Queer-Künstlern. Wartet mal. Ich habe eine Vision von der Zukunft. Von mir. Wie ich gleich eure Anrufe beantworte. Das gleich zu reden. Okay. Die Hitze ist keine Ausrede. Ich beantworte lieber den Anruf. Hey, du bist live. Was kann ich für dich tun? Hey, ich glaube, ich habe es heute mit meinem Sohn echt in den Sand gesetzt. Oh, okay. Was ist passiert? Ach, du wirst mich für einen echten Arsch halten, aber... Mein Junge Grady hat sich mit mir hingesetzt und ich glaube, die Bezeichnung ist, er hat sich geoutet. Und ich hätte wesentlich besser damit umgehen können. Ich weiß nicht, ob eine Fake-Radio-Hellseherin gerade die richtige Ansprechpartnerin ist. Nein, du verstehst mich falsch. Ich möchte keine Vorhersage. Jedenfalls liebt er deine Show. Hört sie sich ständig an und... Ich dachte, du könntest vielleicht einen Song für ihn spielen. Nur damit er weiß, dass ich ihn verstehe und ihn liebe. Das macht es nicht besser, na super. Ich bin stolz auf dich, dass du versuchst, es besser zu machen. Jeder setzt mal was in den Sand. Das ist lieb von dir. Versuch, einfach ab jetzt immer für ihn da zu sein. Ein Queer-Kind zu haben, ist ein absoluter Segen. Mehr Väter sollten sich so verhalten wie du. Ja, ganz sicher. Was soll ich spielen? Es ist Feelings von Hayley Kyoko. Grady hat es für mich gespielt, bevor er mit mir reden wollte. Er meinte, es bedeute ihm sehr viel. Okay. Sehen wir, ob ich es auftreiben kann. Danke, das weiß ich zu schätzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Platte irgendwo im Hinterzimmer haben. Im Hinterzimmer. Hey, Steph. Deine Freunde bei Smolder haben bemerkt, dass bei dir gerade tote Hose ist, weil du im verfluchten Nirgendwo von Colorado wohnst. Möchtest du deinen Dating-Radius erweitern? Naja, was soll schon Schlimmes passieren? Weiß ich nicht, aber ich will erstmal rausgehen und die Platte holen. So. Es wird Zeit, gute Musik zu liefern. Vom Lagerraum an die Massen. Irgendwas mit Feelings war das. Falls Ducky sein Bobby Darin-Album nicht abholt, opfere ich es den Big Band-Göttern. Okay, das ist dann schon mal die Liste von den Leuten, die bestellt haben. Sehr schön. Habe ich mein Schlagzeug immer noch nicht ausgepackt, weil ich mich schuldig fühle, die Band verlassen zu haben? Oder bin ich nur faul? Sex, Drugs und Originalpressungen. Reggae haben die auch? Wäre der Sommer ein Girl, würde sie sich ganz sicher Reggae anhören. Und ich wäre so krass in sie verknallt.
Ja, Comics zum Verkauf. Das echte Haven-Teenager signierte Ausgaben von Thanor kaufen, ist der crazyste Shit überhaupt. Ausgabe 1, Thanor Monsterjäger und der Helm von Nava Dune. Das hört sich so nach Star Wars an. Von Ethan Lambert. Okay, haben wir hier noch irgendwas Neues? Chefkoch Bettys Kochunterricht für Senioren wird ja immer beliebter. Nicht das effizienteste Kühlungssystem, aber in dieser Hitze bin ich mit allem zufrieden. Viele haben mich für die gelobt, aber so gut wie niemand hat sich so richtig dafür interessiert oder einen mitgenommen. Ja, Sticker sind halt all nicht alles. All diese Labels geben mir Flashbacks an meine undankbare Zeit als Stage Manager an der Highschool. Ich habe echt gedacht, Katzen wären pflegeleicht. Meine Katze hasst mich. Was nun? Ein Leitfaden für neue Besitzer. Leckerli fürs Kätzchen. Du willst deiner Katze ein Leckerli geben, um dir ihr Vertrauen zu verdienen. Für erstmalige Besitzer ist der häufigste Fehler, dass sie versuchen, das Füttern der Katze gemäß ihren eigenen Bedingungen anstatt gemäß denen der Katze zu gestalten. Tipp: Versuche einen ruhigen Ort mit wenig Fußverkehr und das... Was? Einen ruhigen Ort mit wenig Fußverkehr? Für das Futter und die Leckerli deiner Katze zu finden. Dort kann sie sich sicher fühlen, während sie frisst. Okay, also ich sag den Leuten in meiner Wohnung dann, die sollen nicht alle herkommen. Vielleicht kann eine Handvoll davon die Katze aus den Wänden locken. Ach, ich dachte, da ist eine Ratte drin, da ist eine Katze drin. Okay. Ich hab's wirklich gern gemacht. Liebe Steph, danke, dass du mir hilfst, meinen Comic zu verkaufen. Ich freue mich wirklich, dass alles gut läuft. Und ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Alles Liebe, Ethan und Char. Okay, ich dachte zuerst, das wäre eine, die wir jetzt schon gelesen hatten. War es aber nicht. Was ist das denn für eine Figur? Der große und edle Elamon hat viele Prüfungen überstanden. Er verlor mehrere Gliedmaßen, starb und wurde wer weiß wie oft wieder zum Leben erweckt. 12 Mal. Doch trotz allem konnte sich Elamon immer auf eine Sache verlassen. Freundschaft. Die Liebe und Fürsorge eines geschätzten Freundes. Warte, was? Das ist zwar schön, Steph, aber du weißt, dass Elamon alleine kämpft. Hat er immer, wird er immer. Ich rede von deinem Schwert. Oh, erzähl weiter. Eine Woche, nachdem wir mit der Kampagne angefangen haben, hat Mikey diesen neuen Elamon ausgedruckt und ihn mir geschickt. Und er ist mega. Ja. Ich habe an ein paar Bösewichtern für diese Kampagne gearbeitet. Ich mag voreingenommen sein, aber sie sind echt mega. Mikeys Zeichenkünste haben sich seit der Schule von irre zu überkrass gewandelt. Ich werde nie Mikeys Gesicht vergessen, als sein Säureschauer den Pferdestall geschmolzen hat und er über die Knochenebene laufen musste. Karmesinfeldtor statt die Knochenebene. Es erfordert viel Arbeit, Elamon einen Schritt voraus zu sein. Versammlungshalle für Tunnel und Gemächer. Hey Leute, ich brauche Inspiration. Mein Spieler wird obszön gut darin zu erraten, wo ich eine Mimik versteckt habe. Truhen, Töpfe, Schränke, Waffengegenstände, er weiß es einfach immer. Erzähl mir von euren besten Mimiks oder fallen im Allgemeinen. Das ist mein eines Laster, okay? Ah ja. Ich habe mal eine Mimik in der letzten Schatzkiste der Kampagne untergebracht. Also ich nehme an, dass sie jetzt nicht Mimik im Sinne von Mimik meinen, aber keine Ahnung, was sie meinen. Wortwörtlich in der letzten Truhe, die sie nach dem Sieg über den Bösewicht gefunden haben. Ein untoter Alchemist, der den Mana-Strom der Welt vergiften wollte. Kann ich nur empfehlen. Ich brauche nicht zu sagen, dass die Gruppe angepisst war, aber sie haben es nicht kommen sehen. Letztes Jahr wurde bei mir ein NPC, der eine Mission vergab, zu einer Mimik.
Sein Kopf spaltete sich in Zähne auf und so weiter. Ich habe vermutlich einen Haufen Regeln gebrochen, aber das war's wert. Mimiks sind öde. Benutze einen verfluchten Spiegel, um sie alle ins Schattenreich zu schicken. Macht echt Spaß, lol. Okay. Was sind dann irgendwelche Bilder noch dazu? Hier ist nichts Neues. Raus können wir leider immer noch nicht. Das hatten wir schon. Eigener Song ansehen? Ich könnte mir ja die Melodie anhören, an der ich rumgebastelt habe. Ja, ja, das haben wir ja schon gemacht. Notenblätter? Achso, die stehen jetzt auf der anderen Seite. Okay. Wenn du mit dem gesamten Internet wetteiferst, musst du aggressiv sein. Das habe ich mit Ethan gezeichnet. Der Junge ist echt mega cool. Die Geschichte könnte eigentlich noch weitergehen. Soll ich noch etwas zeichnen? Nekromanten, genau. Geben wir diesen Kindern etwas, wovor sie weglaufen sollten. Mega. Okay. Schon besser. Aber es bleiben noch so viele. So verdammt nochmal viele. Man kann über die 80er sagen, was man will. Synthbässe waren ein Geschenk an die Menschheit. Ja, aber wir sollten doch eigentlich... Ich habe schon Feelings, glaube ich, hieß das, oder? Zähl die Kickersiege. Hör dir deinen eigenen Song an. Schon wieder? Dann hören wir uns den halt nochmal an. Weiß nicht, warum man das mehrmals machen muss. Endlich habe ich mein Wildtier auf Band. Ja. Hab's dir ja gesagt, Gabe. Das ist Kalyps. Warte, es kommt gleich. Da, hörst du? Kein Waschbär. Das war aber nicht mein eigener Song. Ich denke, es braucht noch eine catchige Hook. Aber wie soll die gehen? Vielleicht etwas Poppiges. Etwas, wobei man einfach tanzen und so richtig abgehen will. Hey, das wird ja langsam was. Okay, aber es bringt uns immer noch nicht weiter. Wobei, ja doch, jetzt haben wir... Zähl die Kickersiege. Was? Hier ist doch gar kein Kicker. Kicker-Zähltafel. Irgendwann hole ich dich noch ein, Chen. Ich muss immer noch das Ergebnis des Spiels von gestern Abend eintragen. Mann, das war ein krasses Spiel. Oh, wie peinlich. So, tote Tischfußballfigur. Touché, Gabe. Jetzt werde ich dich vernichten. Ah, jetzt dürfen wir in den Lagerraum reingehen. Sehr geil. Mega. Mausefall. Mäuse? Okay, geheimnisvolle Wandkatze. Verdien dir deinen Unterhalt. Ich würde aber gerne vorher noch mal kurz, bevor ich jetzt diese ganzen... Oh, das ist noch eine Dekokiste. Oh je. Meine letzte Aufgabe für heute ist, die Pride-Deko wegpacken.
Aber ich darf sie nicht wegpacken. Okay. Ach, das hat die schon automatisch jetzt gemacht. Ah! Ich dachte, dass wir das jetzt auch noch machen können. Schade. Aber gut, Wertsachen im Käfig. Befreie sie! Toll. Die CD, die sich der Typ gewünscht hat, ist da drin eingeschlossen. Und statt einer Kombination habe ich 4 Zeichnungen. Ja, Pac-Man, Schutz, ein Auge halt und Eis. Lieber Dave der Zukunft, wir mussten die Schlosskombi ändern, damit der Dave der Vergangenheit nicht Likör über die seltenen Platten kippt. Hier ist ein Hinweis. Ashley und Luca der Vergangenheit, St. Patrick's Day 2009. Was ist denn das für ein Hinweis? Und was haben die Bilder damit zu tun? Und woher soll ich wissen, wann das St. Patrick's Day ist? Die Zeichnungen sollen ein Hinweis sein. Ich sehe mich mal lieber im Laden um. Erinnerungskiste. Das könnte uns vielleicht helfen. Oh, vielleicht wird es Zeit für etwas Plattenladenarchäologie. Muss ja eine echt wilde Party gewesen sein. Mauszeiger ist auch weg. Sobis Musik ist jetzt. Rocky Mountain. Jazz, Rock'n'Roll. Kommt zu unserer großen Neueröffnung. 1. Juli 1968. Wie hießen die beiden nochmal? Oh, wow. Cradle Snake. Ich glaube, mein Dad hatte ihre Platte. Gegründet 1968. Katja hat den Laden ja eine Ewigkeit geführt. Sie sind herzlich eingeladen zur Ruhestandsfeier von Kasia Sobieski. Am 13. August 2004. Das bringt mir aber alles nichts. Verdammt, Vergangenheits-Dave. Moment. Also, ich schreibe mal eben auf. Ashley müssen wir wissen. Und Luca. So, dann St. Patrick's Day. Ich dachte jetzt eigentlich, dass wir da drin was finden, aber... Oh Mann, das lasse ich lieber hier. Oder ich spiele es auf Sendung, bis ich gefeuert werde. Oh gut, ich hatte schon Angst, dass uns die Kisten ausgehen. Ich wette, du hast schon so einige üble Frisuren gesehen, oder? Das sind nicht mal ansatzweise genug Aufkleber. Aber sie bringen mir nichts. gut, hinten komme ich nicht weiter. Kann die das vielleicht automatisch freischalten? Vielleicht kann ich die Kombination erraten. Ich meine, es gibt ja nur zig Millionen Möglichkeiten. Anscheinend nicht. Eine gute Frage. Deko-Kiste kann ich auch nichts machen. Schild. Ich habe viel zu lange gebraucht, um das zu bemerken. Füttern des Tiers im Gehege verboten. Okay. Der spannendste Teil meines Tages ist herauszufinden, was in diesen Bereich gehört und was nicht. Die Sonnenbrillen sind zweifellos sternförmig. When I say jump. Okay, das ist auf jeden Fall nicht das... Achso, steht ja auch da oben. Nicht das eine. Könnte nützlich sein. Ja, ich weiß nicht wofür, aber... Es ist schrecklich, dass ich das lustig finde. Okay. Haben wir denn nichts, was wir
nehmen können und in den Plattenspieler tun können oder so. Weil wir suchen ja immer noch dieses Feelings. Mann, die Gitarre hat einiges durchgemacht. Ortega, Humble Beginnings. Das war der Anfang von Humble. Okay. Suchen. Die sehen wie Geister aus. The Battle in Me. Charlotte, Telefon. Irre, was willst du trinken? Wein, rot, billig, aber nicht so billig. Danke, Bäh. Ja, Bäh ist eine blöde Antwort, ne? Ja, schön. Wir müssten mal gucken, ob wir genau... Schwule Punker, alle anderen Punker... Ja, ich bin kein Kerl, also nein. Oh. Diese Person hat noch keinen Slogan eingegeben. Er sieht aber irgendwie sehr arrogant aus, sage ich jetzt mal. Ich denke nicht, dass das... die könnte vielleicht ihr Typ sein. Ich heile dich, wenn du mein Tank bist. Das hört sich auch noch Rollenspiel an. Ah. Ja klar, die Unterhaltung beginnen. Mit was für einem Opener starte ich diese Konversation? Das weiß ich nicht, das musst du wissen. Oder auch nicht. Mir gefällt dein Schwert, ein einfaches Hallo, Warnung. Ich verliebe mich oft in Theaterfans. Keine Ahnung, was das heißt. Ich sag mal hauptsächlich Fantasy. Ah, wie schade. Glaubst du, du fängst irgendwann wieder an? Vielleicht. Sie klingt ja eher so, als würde sie das wieder machen wollen. Ach so, wenn du eine Spielgefährtin brauchst. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so aufgefasst. Ich habe nicht versucht, oh je. Haven Springs, Einwohnerzahl 1100. Das nennt sich Internet. buddel nicht zu tief. Wie viele offene Browser-Tabs? Ja, das hört sich so... Weiß ich nicht, so an, so nach dem Motto, du konzentrierst dich ja gar nicht auf mich. Nicht gegen mich einsetzt. Die Versuchung ist fast zu groß. Vielleicht noch Dämpfer zu ziehen. Alter, das hatte ich vor. Aber ich bin stur. ich habe eine Wette verloren. So. Denn war es nicht perfekt, aber ich denke, es würde dir gefallen. Und ich würde freuen, mich dich zu sehen. Komm nach Haven. Ja, wieso nicht? Ich sag trotzdem mal okay. Ein Theaterstück, aha.
Wir haben dieses Wochenende so unsere erste Aufführung, treten die nächsten 3 Wochen auf. Aha. Ist das jetzt eine Absage? Ich sehe mir deine Aufführung an. Mal gucken. Ich rede mit dem Regisseur und setze deinen Namen auf die Liste. Ja, cool. Kannst kaum erwarten, ich auch nicht. Ja, das klang doch schon mal sehr, sehr positiv. Öffne das Schloss, welches... Achso, ja, das eine Schloss. Erledige Radioshow-Aufgaben. Sie ist da unten. Das sind nur die E-Mails. Oh, Gabe, was ist mit Gabe? Machst du keine normalen Filme? Nicht wirklich. Das ist doch Mist, genau. Okay, erledige Radioshow-Aufgaben. Da wir das Schloss ja jetzt gerade nicht hinbekommen werden... Wo bin ich denn jetzt hier? Moment, da muss ich hin. Schauen wir mal, was wir jetzt noch hier machen können. Havens beste und einzige Einzelzelle. Ja. Schauen wir mal eben. Da gibt es die gleichen Werbungen oder wieder neue Werbungen? Was steht diesmal auf der Liste? Ice Cream, Rocky Mountain Gazette, Black Lantern. Das sind doch die gleichen, oder? Ist das eine die Gazette? Diese Werbung, öffentliche Zeitung ist... Nee, das ist neu. Das ist neu. Also, ich betone in dieser Werbung, dass die RNG eine öffentliche Zeitung ist, die sich mit Themen beschäftigt, die tatsächlich Einfluss auf das Leben haben. Wir dienen der Gemeinschaft von Haven und keine Geschichte ist unwichtig. Okay, probieren wir mal. So, Gazette. Werte Zuhörer, es wird Zeit für eine kurze Werbepause. Habt ihr es satt, nur Neuigkeiten aus weit entfernten Großstädten zu hören? Dann lest ihr sicher nicht die Rocky Mountain Gazette. Die Reporter der RMG sind so regional. Ihr esst mit einem, hä? Dass sie in eurer Wohnung sind. Direkt hinter euch. Genau jetzt. Und eure Snacks futtern. Und weil diese Reporter in Haven leben... Sorgen sie sich um dieselben Dinge? Sorgen sie sich um dieselben Sachen wie ihr. Sie kaufen auch in denselben Läden ein und verfluchen dasselbe Schlagloch wie ihr. Falls ihr auf der Suche nach fairem Weltklasse-Journalismus seid, seht in euren Hinterhof. The Rocky Mountain Gazette. Alter, bin ich heute Fame. Ich sollte den Anruf lieber mal annehmen. Ja, das würde ich auch sagen. Aber ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Anruf dann in der nächsten Folge annehmen werden. Ich weiß nämlich nicht, wie lange das sonst noch dauert und ich will nicht schon wieder die Folge so extrem überziehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.